Ich war total begeistert von den 24 Entspannungspausen in der Adventszeit, dass ich mich entschlossen habe, diese 24 Entspannungspausen noch einmal für euch hier aufzunehmen und sie in einem Video zu zeigen. Denn ich glaube, dass nicht nur in der Vorweihnachtszeit sehr viel Stress ist, sondern auch während der Weihnachtszeit und auch den Tagen zwischen Weihnachten und Neujahr. Und vielleicht kann der ein oder andere die ein oder andere Übung davon mitnehmen. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Moment mal! Ein zauberhaft beleuchtetes Haus. Ein besonders schöner Stern in einem Fenster. Eine liebe Grußkarte von unerwarteter Seite. Die Vorweihnachtszeit steckt voller magischer kleiner Momente. Leider nehmen wir sie häufig kaum wahr. Wir sollten viel öfter einmal innehalten, richtig hinschauen, statt nur einen flüchtigen Blick zu werfen. So laufen wir auch weniger Gefahr, von mehr an Eindrücken überwältigt zu werden. Diese kleinen Adventsmomente sind Felsen in der Brandung, die dafür sorgen, dass die nervigen Dinge an uns vorbeischwappen, ohne uns mit sich zu ziehen. Kühler Kopf. Der Winter hat nicht die Milde des Frühlings, die Wärme des Sommers oder das Feuer des Herbstes, doch verspricht er kühle Klarheit und reinige Einfachheit. Tritt auch bei knackigen Minusgraden öfter mal aus der verbrauchten Heizungsluft nach draußen, um deinen Kopf frei zu machen. Atme tief ein und aus. Stell dir vor, wie die Wolken aus deinem Kopf nach draußen strömen und sich in der Kälte auflösen. Lass in Gedanken all deine Sorgen und Nöte mit der Hitze des Körpers aus deinen Poren fließen. Du wirst sehen, wie befriedigend das ist. Kleine Pause. Dieser winterliche Smoothie ist wie gemacht für eine kleine Auszeit vom Weihnachtstrubel. Haferflocken sorgen für starke Nerven, Ingwer und Apfel spenden jede Menge Energie und beim Zubereiten verzaubert der gebratene Apfel dein Zuhause mit seinem herrlichen Weihnachtsduft. Zeitgeschenke. Zeit ist für die meisten von uns wahrer Luxus. Es gibt, so scheint es, immer etwas zu erledigen, besonders in der Adventszeit. Gönn dir gerade deshalb zwischendurch immer mal wieder Zeit für etwas Schönes. Es muss nicht immer gleich ein ganzer Tag im Wellness-Tempel sein. Genieße ein entspanntes Bad, geh mit deiner besten Freundin ins Kino oder schau spontan bei deinen Nachbarn auf eine Tasse Kaffee vorbei. Schenke Einsamkeit, Zweisamkeit und Gemeinsamkeit, denn Zeit ist das wertvollste Geschenk überhaupt. Deine Liste abzuarbeiten kannst du danach auch noch, und zwar mit neuem Schwung und frischer Kraft. 3 Minuten Achtsamkeit. Erstens, stell dich aufrecht hin, schließe die Augen und halte inne. Ganz einfach, ganz ruhig. Wie fühlt sich dein Körper an? Spüre in ihn hinein. Zweitens, jetzt sammle deine Aufmerksamkeit und widme dich deinem Atem. Einatmen, Pause, ausatmen. Nimm jeden Teil der Atmung bewusst und intensiv wahr. Drittens, atme weiter und weite deine Wahrnehmung den Atem folgend. Dein gesamter Körper, all deine Gefühle zu diesem Zeitpunkt, all deine Sinneseindrücke. Spüre allen Eindrücken nach und gib ihnen Raum. Beende die Übung, wann immer es dir richtig erscheint. Seelenwärme. So schön die Adventszeit auch ist, so anstrengend kann sie auch sein. Gönn dir zwischen Plätzchenbacken und Geschenkeshopping mit diesem wärmenden Wellness-Tee eine kleine Ruhepause. Ein Tag ohne Zeit. Wusstest du, dass die Hopi-Indianer keine Zeitform in ihrer Sprache haben? Es gibt keine Jahreszahlen und keine Wörter für Stunden, Minuten, Zukunft und Vergangenheit. Ähnlich wie Tiere leben sie also in einem Zustand des immerwährenden Jetzt. Kannst du dir vorstellen, wie entspannt das sein muss? Verbringe heute mal einen Tag wie ein Hopi-Indianer.
Mach den Wecker aus, verbanne alle Uhren, stell die Zeitangabe im Computer ab, das geht, und verlebe einen Tag ganz ohne Zeitdruck. Wie fühlt sich das an? Freundezeit. Nur noch gute 2 Wochen bis Heiligabend und noch kein einziges Geschenk besorgt, noch keine Plätzchen gebacken, noch keine Idee, was Weihnachten auf den Tisch kommt. Egal. Die Adventszeit sollte so viel mehr sein als eine ewig lange To-Do-Liste. Wann hast du das letzte Mal so richtig Spaß mit deinen Freunden gehabt? Dich mit lieben Menschen auf dem Weihnachtsmarkt getroffen? Ein gemeinsamer Winterspaziergang? Schlittschuhlaufen? Weihnachten ist das Fest der Liebe. Nutze die Adventszeit, um deine Freundschaften zu feiern. Wellness im Wohnzimmer. Nicht immer bleibt im Vorweihnachtstrubel Zeit für ein entspannendes Vollbad. Wie wäre es stattdessen mit der kleinen Variante, ein Fußbad? Es wärmt kalte Füße, sorgt für ein wohliges Gefühl und wunderbare Entspannung. Alles, was du brauchst, ist eine Wanne mit warmem Wasser. Leg außerdem ein Handtuch zum Abtrocknen bereit. Wer mag, gibt ein paar Tropfen Rosen- oder Eukalyptusöl ins Wasser. Und das i-Tüpfelchen ist eine abschließende Fußmassage mit belebender Fußcreme. Balsam für die Seele. Dieser munter machende Kaffee mit stresskillender Schoki und köstlichem Sahnehäubchen lässt die Glückshormone nur so tanzen. Gönn dir eine kleine Pause mit diesem himmlischen Seelenwärmer und lass dem Weihnachtsmann einen guten Mann sein. Mit allen Sinnen. Wie wäre es, wenn du den viel gehörten Begriff besinnlich einmal wörtlich nehmen würdest? Öffne deine Sinne. Gehe mit offenen Augen durch die Adventszeit und achte auf die kleinen Details im bunten Treiben. Die Aufregung der Kinder, die Lichter in den Bäumen und die Melodien in der Luft. Atme den Duft eines heißen Kaffees, Tees oder Kakaos tief ein, bevor du dir ihn ganz bewusst schmecken lässt. Lausche dem Knirschen des Schnees oder dem Pfeifen des Windes. Vielleicht wirst du die magischen Wochen vor Weihnachten dann ab sofort mit ganz anderen Augen sehen und hören und riechen und schmecken. Entschleunigung. Fühlst du dich auch manchmal im Hamsterrad der Verpflichtung gefangen? Dann solltest du deinen Alltag bewusst entschleunigen. Das funktioniert ganz wunderbar mit einer kleinen Gehmeditation. Du kannst sie anwenden, wo und wann immer du willst. Beim Gang zum Briefkasten, beim Gassigehen, beim Aufräumen oder beim Winterspaziergang. Einzige Regel ist, das Tempo so zu verlangsamen, dass das Gehen als Handlung gegenwärtig bleibt. Achte darauf, wie du deine Schritte ausführst. Atme dabei bewusst und schau aufmerksam an, was du siehst. Du wirst dabei bestimmt vieles entdecken, was dir bislang nicht aufgefallen ist. Und mit jedem gemächlichen Schritt kommst du immer mehr zur Ruhe. Musik, sonst nichts. Ob im Café, beim Friseur oder in der Muckibude, überall dudelt im Hintergrund das Radio. Mit Knöpfen im Ohr erfolgt Dauerbeschallung bei allen Tätigkeiten, vom Busfahren bis zum Einkaufen im Supermarkt. Dabei ist Musik viel zu schade dafür, sie einfach nur nebenbei zu hören. Es ist nämlich wunderbar entspannend, sich gemütlich auf dem Sofa niederzulassen und ein Lied von Anfang bis Ende aufmerksam durchzuhören. Auf Melodie und Begleitung zu achten, auf die Unterschiedlichkeit der Stimmen und Instrumente. Einfach im Hier und Jetzt sein und den Klängen lauschen. Egal ob Weihnachtslied, Klassik oder Pop. Glücksrezept. Wenn dir das Schmuddelwetter und die Dunkelheit aufs Gemüt schlagen, erhelle dir einfach mit diesem herrlich duftenden Punsch den Tag. Ausruhen ohne Input. Einfach mal Pause machen? Gar nicht so einfach. Oft ist die plötzliche Leere ein zu krasser Gegensatz zum vorangegangenen Stress und nur schwer auszuhalten. Schnell wird daher das Radio oder der Fernseher angemacht, zur Zigarette gegriffen oder ein Kaffee geholt. Dabei ist eine Pause ohne Input so entspannend. Sich tatsächlich einmal nur auf die Parkbank setzen und ein Eichhörnchen beobachten, aus dem Fenster schauen,
sich auf das Sofa legen und die Decke betrachten. Oft kommt unsere Müdigkeit daher, dass wir unser Hirn und unser Nervensystem viel zu selten ganz in Ruhe lassen. Auch wenn es schwer fällt, sich ganz ohne Ablenkung auszuruhen. Der Versuch lohnt sich. Schokomeditation. Eine süße Entspannungsübung für kleine und große Genießer. Die Schokoladenmeditation. Sitze einfach wo und wie du willst und nimm ein Stück Schokolade in den Mund. Nimm seine Form und Oberfläche deutlich wahr. Schiebe es langsam und genüsslich im Mund hin und her. Fühle das Schokoladenstück beim Schmelzen. Wie ist der Geschmack? Nimmst du einen Geruch wahr? Wie ist das Gefühl beim Schlucken? So verbindest du ein paar bewusste Minuten mit Genuss und Glücksgefühlen. Wellnesszeit. Nach einem stressigen Tag wirkt ein Entspannungsbad mit diesen wunderbar pflegenden Badepralinen wahre Wunder. Es beruhigt, wärmt und löst Verspannung. Einfach ein bis zwei Pralinen ins warme Wasser geben und genießen. Stecker raus. Immer unter Strom? Dann beruhige deine Nerven und deinen Magen mit diesem köstlichen Kräutertee. Mit seinen ätherischen Ölen unterstützt er dich im vorweihnachtlichen Trubel beim Einschlafen und Runterkommen und sorgt für innere Ruhe. Zeit für zwei. Wusstest du, dass der Heiligabend in Japan seit den 80er Jahren für Paare zum Anlass genommen wird, sich kennenzulernen? Während eines Rendezvous oder eines Spaziergangs vor weihnachtlicher Kulisse werden Geschenke, Blicke und Worte ausgetauscht. Wann hattest du zuletzt in der Weihnachtszeit einen ruhigen Moment, nur zu zweit? Mit deinem Partner, der besten Freundin oder deiner Schwester? Es muss nicht gleich ein Theaterbesuch oder ein Wochenendtrip sein. Kocht gemeinsam, backt Plätzchen, geht in die Sauna oder hockt euch einfach für ein Stündchen zum Reden aufs Sofa. Ganz ohne Weihnachtstrubel und mit einem offenen Ohr für das Gegenüber. Gedanken beruhigen. Wenn die Weihnachtshektik dich zu überrollen droht, ist diese Übung ideal. Sie hilft dir aus eigener Kraft heraus, deine Gedanken zu beruhigen und zu stärken. Erstens, leg die Fingerspitzen beider Hände aufeinander. Spüre dabei den Kontaktpunkten nach und konzentriere dich auf die Energie, die zwischen deinen Händen fließt. Zweitens, leg dann die Fingerkuppen auf die Stirn und lass sie dort ruhen. Schließe die Augen und spüre der Energie nach, die nun aus den Fingern strömt. Drittens, nimm einige tiefe Atemzüge, während die Energie fließt, und atme ruhig und tief weiter, nachdem du die Hände von der Stirn genommen hast. Zugbrücke. Du kennst bestimmt die mittelalterlichen Burgen mit ihren Zugbrücken, die bei Gefahr zur Abschottung hochgezogen wurden. Auch wenn es keine Ritter mehr gibt, fühlst du dich vielleicht manchmal ähnlich überrannt. Wenn sich zum Beispiel die Verwandtschaft kurzfristig zum Kaffeeklatsch ansagt, oder dich die Kollegen spontan zum Afterwork-Weihnachtsmarktbesuch überreden wollen. Ruf dir in diesen Momenten das Bild der Zugbrücke in Erinnerung und mach den Zugang zu deiner Welt immer dann dicht, wenn du Ruhe brauchst. Ignoriere Anrufe und E-Mails, lass es an der Tür klingeln, ohne zu öffnen. Tu, worauf du Lust hast oder gib dich einfach der Langeweile hin. Eine Unternehmung darf auch mal ohne dich stattfinden, selbst zur Weihnachtszeit. Und beim nächsten Mal bist du wieder mit ganzem Herzen dabei. Den Geist beschäftigen. Wenn der Geist ruhelos wird, fehlt ihm manchmal einfach nur ein wenig Beschäftigung. Gib ihm Futter, lern zum Beispiel ein Gedicht oder Lied auswendig. Das erfordert deine ganze Aufmerksamkeit und ist daher ideal, um dem Alltagsstress für einen Moment zu entfliehen und das Gedankenkarussell zu stoppen. Hüttenzauber. Kaum ein anderes Getränk ist so typisch für Weihnachten wie Glühwein. Wenn es draußen kalt und dunkel ist, wärmt er Leib und Seele und verbreitet zauberhafte Weihnachtsstimmung. Vielleicht lädst du ein paar Freunde auf ein Gläschen ein oder du genießt ihn einfach allein, schön warm eingekuschelt auf dem Sofa. Heiligabend ganz entspannt.
Der Heiligabend ist vor allem für diejenigen, die sich um Organisation und Festmahl kümmern, meist alles andere als ein entspannter Tag. Anspannung, hohe Erwartung und nicht selten Streit treiben oftmals den Missmutspegel in die Höhe. Aber ist dieser Stress nicht eigentlich hausgemacht? Wer zwingt einen dazu, sich dieser Hektik Jahr für Jahr aufs Neue auszusetzen? Wie wäre es zum Beispiel, wenn einfach alle an einem Strang ziehen und sich gegenseitig unterstützen? Feiere gemeinsam mit guten Freunden oder der Verwandtschaft. Jeder leistet einen kleinen Beitrag. Die einen kümmern sich um den Weihnachtsbaum, andere bereiten die Nachspeise vor und dekorieren den Tisch. Statt eines Fünfgangmenüs gibt es Nudelsalat. So wird Heiligabend für alle zum Wohlfühltag. Ja, für alle, die jetzt nicht voreilig weggeschaltet haben, habe ich noch eine Weihnachtsgeschichte, die zwar nicht aus eigener Feder stammt, aber die dennoch sehr, sehr schön ist. Ich wünsche euch viel Vergnügen, lasst den Abend schön ausklingen und genießt einfach mal die Ruhe. Das Weihnachtsfest. Eine Geschichte von Karl Hauptmann. Nun war Weihnachten gekommen. Nun waren allerhand Verkaufsbuden in der Stadt am Markt aufgeschlagen, woran auch Mathilde neugierig und staunend stand. Nun ließ sie nicht locker, abends, wenn sie aus der Fabrik entlassen waren, Salek am Arme festzuhalten, bis er mit ihr durch die Straßen ging, die wie ein Festhaus erleuchtet waren und im Schneeflockenfall selbst Strahlen und Glanz warfen. Nun stand sie und hatte großes kindliches Staunen in ihren hellen Augen, wenn sie die blitzenden Kleinodien unten im Schaufenster des Juweliers anstarrte oder vor den zarten Schleierroben stand, die der Konfektionär über Stöcke gezogen und in voller Figur ins Schaufenster gestellt hatte, von allen Seiten beleuchtet und glitzernd wie mit Tau besät. Sie lachte und freute sich, weil ihr auch die Spinnennetze einfielen, die in freier Wiese und am Waldrande gelegen und noch tausendmal schöner waren, sagte sie. Und dann standen sie auch vor dem billigen Laden, und Salek horchte, ob sich Mathilde nicht irgendwie verraten wollte. Denn er war ganz nur sie in allem, und er wollte sie jetzt aushorchen, um ihr daheim im Stübel ein Tischchen zu decken. Hahaha, ein Sonnenschirm, wie denn? Es war tiefer Winter. Wie Mathilde gerade auf den Sonnenschirm kam, begriff er nicht. Er mochte ihr dünken, dass es besonders wertvolle Leute wären, die Zeit hatten, die Sonne abzuhalten, dass sie nicht die Haut zu sehr brenne. Sie dachte wohl auch an den feinen Wagen des Direktors, in dem junge Fräuleins in losen, heiteren Gewändern und mit seidenen, bunten Spitzenschirmen zurückgelehnt aus dem Parktor ausgefahren waren. Einen Sonnenschirm schien sie zu wollen, und Salek war heimlich glücklich, dass er es wusste. Er nahm sich extra eine Freistunde vom Portier und kaufte ihn heimlich und ließ ihn dann in sein Stübel schicken. Ganz selbstbewusst sagte er, wenn ich noch nicht daheim bin, soll ihn die Wirtin in Empfang nehmen. So ging es einige Male, wenn sie nun ihren Feierabend unter den Schaufensterschimmern in der Stadt umging, Schritt um Schritt in der Menge, gar nicht aus dem Staunen kommend, da und dort auch einen kindlichen Freudenruf ausstoßend. Und heut war der Freitag vor dem Feste, der letzte Tag. Denn auf Freitag fiel der heilige Abend. Die Fabrikherren hatten allen einen halben Tag Arbeit geschenkt und hatten schon um Mittag Schluss gemacht. Alles strömte heute aus den Toren heraus mit einem ganz anderen Gesichte. Mein Gott, wie ein heiteres Gefühl doch so viel Glück und Leuchten in die Augen und Wangen der Menschen bringen kann. Man sah fast gar keine Sorge mehr, gar keine Roheit in jungen Gesichtern, die sonst frech und höhnisch miteinander sich trafen und mit gemeinen Worten nacheinander warfen. Gar kein Scheelsehen, wenn jetzt Mathilde froh und frei herbeischritt, und kein Spottblick auf den Huckigen, der neben ihr ging, fast mit kürzeren Schritten. Gar nichts merkte man, dass die Arbeit eintönig und ermüdend gewesen,
aus der sie kamen, als wenn alle eingeladen wären, festlich zu sein und Freund und Bruder wären und nichts sich befehdete und beleidigte in ihren Seelen. Selbst der Portier gab allen einen freundlichen Gruß. Die Werkmeister standen schmunzelnd noch im Hof und reichten gar alten Arbeitern die Zigarren zum Anzünden und riefen sich Glücksworte zu, dass das Fest sollte ein Freudenfest sein. Und der Herr kam auch und konnte nicht genug den Hut lüften vor jedermann, der vorbeischritt, und wie der Portier ihm zusprang, tat es auch, als wenn er sagen wollte, »Oh, wie gerne, wie schön ist es!« und hatte ein freundliches Lachen im Gesicht, das jener ebenso erwiderte. Es war wirklich wie Weihnachten. Mathilde war schon am Mittag heimgekommen und hatte Selleck ausdrücklich gesagt, dass er erst gegen Abend kommen dürfte. Sie wollte sich einmal gründlich reinigen, sich und ihre Sachen ins Reine bringen, wenn nun Feiertage kämen, und auch das Stübel reinigen, dass sie dann abends bei dem brodelnden Topfe sitzen könnten. Und die gewaschene Ofenbank und der weiße Tisch, alles um sie auch reden sollte. Heut ist ein Fest. An weiteres hatte sie nicht gedacht, dass dann Salek kommen und ihr alles Mögliche bringen würde. Oh nee, mit keiner Silbe. Zu wünschen war sie wohl kaum gewöhnt. Wenn sie ein Erstaunen hatte laut werden lassen, war es noch lange kein Wunsch gewesen. Gar noch einer, der sich erfüllen sollte. Sie lachte ganz aus dem Grunde im Wesen, wie sie auch aus dem Wesensgrunde weinen konnte. Es war fast ein Leiden, ihr Lachen, wie Salek einen Augenblick, ja fast schließlich einen ganz unaushaltbaren Augenblick hinausgeschickt, um ihr Tischchen aufzubauen, worum er Reiser gelegt und sie dann erstaunt eintrat. Als wenn sie einen Augenblick in ein Paradies hineinsehe, wo alles zu liegen schien, was ihr Herz begehren könnte. Ein feiner Schirm sogar. Ein Schirm und ein paar ganz feine Schafsschuhe. Bunt innerlich und weich. Für Füßchen, sagte sie ein über das andere Mal ganz ernst. Und sie lachte, wie sie es anschaute, ohne es zu berühren. Ganz erschrocken, fast so krampfhaft auf einmal, dass es ihr wie ein Bleichgewordensein plötzlich einen Strom von Tränen hervorpresste. Solche Wundertränen, solche Freudentränen. Oh, sie liebte Salek, sie liebte ihn. Solche Tränen waren ihr nie aus den Augen gesprungen und sie stand und starrte und umarmte ihn leise. Fast wusste er nicht mehr, ob es ihm Leide war. Und sie trocknete sich die Tränen schnell und ging weg an den Herd und wagte nichts zu nehmen, bis ihre Bewegung langsam schwand. Dann erst schalt sie ihn leise und war zärtlich und sah alles nacheinander an und begriff noch immer wieder nicht, dass jemand ihr das brachte. Und wie sie so stumm voreinander saßen im Glück, kam Frau Weber reinlich und sorglich gekleidet und fragte, ob sie nicht hinüberkommen möchten, beide. Denn Vater Weber hätte es gern. Sie wären im Leben fromm gewesen und wollten heute mit den Jungen Weihnacht feiern. Da erhoben sie sich so andächtig und feierlich wie nie im Leben. Es war fast ein Zittern in ihrer Brust, dass Mathilde sich hinter Salek drückte und nicht recht atmen konnte, wie sie eintraten, wo der Alte, ein mächtiges, graues Haupt noch voll von Haaren und einem grauen Kranz, voll straffer Borsten um Wangen und Kehle, sonst runzlig, aber in seinen Augen auch jene Feierfreude, die in allen rätselhaft durchs ganze Land glänzte, wo der alte Mann, der sich nicht mehr erheben konnte, ihn entgegenlachte, sie einzuladen. »Kommen Sie«, sagte er. Mathilde trat ganz schüchtern ein, und Salek sagte nur steif, »Schönen guten Abend, stören wir nicht?« »Oh«, sagte der Alte lachend, »ich bin fast 85, aber es ist ja Weihnachten, es ist ja heiliger Abend.« Und Frau Weber rückte dem Alten die Lampe nahe vors Gesicht, der gleich ein großes Glas vors Auge genommen und ernst ins Bibelbuch hineingesehen, so dass Salek und Mathilde auch ohne weitere Worte begriffen hatten, worum es sich handelte. Und während sie zögernd Platz genommen und Frau Weber einen kleinen Lichterbaum entzündete, der auf dem Schube zu strahlen begann, klangen des alten Weber Worte laut und mit zitternder Freude.
Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von Kaiser Augustus ausging, dass alle wettgeschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zu der Zeit, Cyrenius Landpfleger in Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeglicher in seiner Stadt. Da machte sich auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem. Darum, dass er vor dem Hause und Geschlechtete Davids war, auf das er sich schätzen ließe mit Maria, seiner Verlobten, die war schwanger. Und als sie da selbst waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden und hielten ihre Nachtwachen bei ihrer Herde. Und siehe, des Herrn Engel trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volke widerfahren wird. Denn euch ist heute ein Heiland geboren, welches ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Und dies ist das Zeichen für euch, ihr werdet finden ein Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegend. Und alsbald war da der Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen. Mathilde bebte, sie wusste gar nicht, dass sie jemals diese Geschichte gehört hatte. Solch ein wunderbares Klang eindringlich darin, solch eine Kraft lag in den Gesichtern, wie da die Hirten schlafen im weiten, einsamen Felde unter ihrer schlafenden Herde. Und aus der Nacht und dem Dunkel ein einziger Strahl herniederbricht zu den wenigen Wächtern und ein Engel durch die Wolkenlicht herniedersteigt, der ihn den armen Hirten verkündend sagt: Fürchtet euch nicht, ich verkündige euch große Freude. Und Mathilde war es, als ob sie alles um sich vergessen hätte und ihre Seele befreit würde von aller Furcht. Eine solche Hoheit umfloss sie aus jenen zitternden Freudenworten, die im Raume klang, wo nur Frau Weber mit gefalteten Händen saß, wie sie mit weiten Augen in Licht sehend und Zelek saß, der jede Silbe hastig von des alten, mächtigen Tischlers Lippen sog, der tief und voll zu reden fortfuhr. Er hatte jetzt die Bibel beiseite geschoben und begann, freie Worte zu machen. Die klangen, als wenn sie von weit her kämen und nicht allein aus seinem Munde und Herzen, aus Tausenden und Millionen durch alle Zeiten der Menschheit hindurch. Und er sagte immer noch, als wenn ein Funkeln Glückes und Staunens und seliger Dank aus seinen Augen und Mund emporging, obwohl gar kein Lächeln seine Züge umspielte: Das ist das Wunder, dass Christus ein Christuskind ward. Wie wundersam, dass Christus ein Kind ward, im Stalle geboren und ein Stern aus der Höhe darüber leuchtete. Die Kindschaft Christi ist das wahre Wunder und ewig auch daraus die Verheißung, dass wir zu Kindern werden müssen, um zu Gott zurückzukommen, dass ewig Gott zum Kinde wird. Alle Verheißung liegt im Kinde. Die Anbetung des Kindes, welche Schrecken erfassen mich, wenn ich an eine Familie denke, die in den Öden des Lebens hoffnungslos und heimatlos einhergeht, gescheucht und verarmt, zur Herberge in eine, im Stalle und die nun anbetend kniet vor einem Kinde, über dem ein Stern aus der Höhe leuchtet. Es ist ein Fluch, wenn wir hart werden, starr werden und wenn wir nicht immer wieder einmal werden wie die Kinder. Und er wiederholte es und alle empfanden das Wunder, dass wir noch immer an der Krippe stehen, wo ein armes Kind aus der Wiege blickt, die ewige Hoffnung. Und Mathilde begriff es ganz, was sie niemals begriffen. Es durchschauerte sie, und Zelek dachte an Mathilde und sah, wie sie da saß, als wenn tausendmal der Himmel geöffnet wäre und die Hoffnung, die sie nie gesehen, sich aufgetan. Ihr Herz war zum Springen. Sie lauschte demütig und ihr Herz war zum Springen.
und sah den Alten an und sog auch wie Salek seine Worte vom Munde, bis er schwieg und alle lange schwiegen. Und stille Nacht erklang es aus den verwelkten Lippen, worein auch wieder die zitternde hohe Stimme der Alten einfiel. Fromm und zufrieden, dass selbst Salek ganz erschüttert einzustimmen wagte und Mathilde bebend sang, ohne noch zu weinen. Und dann beide sich demütig wie vor einem Vater und einer Mutter beugten und dankten mit fast erstickten Worten. Auch in Mathildes Träume klang es nach, dass sie im Traume so inbrünstig weinte vor Staunen und Freude, bis sie von ihren Tränen erwachte und noch immer die Musik der himmlischen Heerscharen und die Verkündigung an die armen einsamen Hirten im Grunde froh und jubelnd ins Dunkle, Einsame emporsah. Denn da in der Tiefe auch des Armen leben alle Verkündigung. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich über ein Like, einen Daumen rauf und ein Abonnement sehr freuen. Kommentare bringen den Algorithmus so richtig auf Trab und du würdest mich total damit unterstützen, was mich sehr froh machen würde. Dankeschön.